Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, es wird heute Zeit, dass wir in Le Weltall reisen. Dafür habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich meinen Golden Back of Holding verdoppelt. Nicht ganz. Nein, das ist kein Bug, ich habe wirklich zwei. Hier ist immer noch so der generell Scheiß drin und hier habe ich jetzt Charms of Dislocation und Dislocator Pedestal gemacht. Davon nehme ich mir jetzt auch mal eins raus. Mache Rechtsklick. Oh, Shift-Rechtsklick. Und der ist jetzt hierhin gebunden. Den packen wir dann mal hierhin. Und dann Oxygen Equip haben wir alles. Sehr schön. Def 0 haben wir eins dabei. Das ist auch gut. Gut. Dann würde ich sagen, geht es los in 3, 2, 1, Launch. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir diesen Counter noch haben. So, auf jeden Fall. Wir reisen dann jetzt erstmal ins Weltall in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Plopp. Tschüss, Basis. Wir laufen an eine neue Galaxie abzubrechen. Abzubrechen? Aufzubrechen. Oh Gott, mich sollte man niemals einstellen, wenn es danach geht. Irgendwie so eine epische Rede zu halten. Ich finde hier diese Schleier gerade so geil. Ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Das Schöne ist, wir verlassen gerade die Erde. Hallo Erde. So, da ist der Mond. Da müssen wir hin. Da fliegen wir schon mal nicht hin. Lenken wir nochmal hier so ein bisschen. Ja, so. Boah. So. Und wir sind in der Weltenkarte. So, das ist unser, das soll hier die Milchstraße sein. Dann haben wir hier noch Kepler 22. Dann ist hier Kepler 62. Hier Kepler 47 und hier Kepler 69. Wir wollen aber hier ins Sonnensystem und zwar müsste hier die Erde sein. Ja. Da, Mond, endlich. Launch. So, und wir müssen jetzt die Leertaste gedrückt halten, um hier die Geschwindigkeit zu reduzieren, mit der wir hier aufprallen. Wir machen gerade minus 10 Meter die Sekunde. Also wir sind jeden Moment da. Ja, da sehen wir uns schon näher kommen. Sieht auch übelst pocky aus. So. Und wir sind gleich da auf dem Mond. Und raus mit uns. Sehr schön, ganz wichtig. Rocket Launchpad und hier 1 Rocket nicht vergessen. Das packe ich jetzt mal hier hin. Weil ich immer so cool finde, hier diese Fußstapfen. So. Und was ich jetzt mal hier mache. So ein bisschen runtergraben. So. Haben wir hier unseren kleinen Schutzraum. Dann nehmen wir hier mal einen raus und so einen. Der ist jetzt gebunden an den Mond.
Den ersetzen wir jetzt hier durch. Bound to Overworld, Bound to Moon. Sehr schön. Und dann setzen wir das hier hin. Und wir sind zurück auf der Erde. Ja, war eine schöne Mondreise, ne? So, jetzt aber das, was ich damit bezwecke. Wir packen uns hier den Moontopf hin. Nehmen wir so ein Dislocator-Pedestal. Und das hier. Und wir sind wieder da. Hier setze ich mir auf jeden Fall noch einen Waypoint hin. Portal. So. Was wollen wir jetzt hier auf dem Mond? Auf dem Mond wollen wir eigentlich gar nichts. Um es mal ganz blöd auszudrücken. Wir wollen eigentlich eher auf den nächsten Planeten. Wieso reisen wir denn dann erstmal hier hin? Das ist eine gute Frage, die ich euch auch sofort beantworten kann. Und zwar müssen wir hier auf dem Mond die nächste Schematik für den nächsten Planeten finden. Das heißt, wir müssen hier diesen blöden Mond-Dungeon machen. Ist das hier vorne schon? Da sehe ich so viereckige. Ne, das ist einfach nur eine Höhle. Das wird jetzt ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass ich relativ schnell die Dungeon finden werde. Wenn nicht, dann muss ich eben cutten. Also so ein paar Minuten würde ich jetzt mal hier mit euch so ein bisschen rumrennen. In der Hoffnung, einen zu finden. Aber das sieht gerade eher ein bisschen mager aus, fürchte ich. Das da vorne könnte vielleicht einer sein. Bitte. Ne, einfache Höhle. Komm, wir rennen dann mal hier in die Richtung. Wie sieht das hiermit aus? Das ist, glaube ich, auch nur eine Höhle, ne? Ja. Ja, das sieht gerade echt was mager aus. Gut. Dann suche ich mal hier weiter nach dem Mond-Dungeon. Bis gleich. Also, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier. Ja. Wir sind 1337 Blöcke weg vom Portal. Mach ich mal einen Waypoint. Und wir haben ihn endlich gefunden. Und ich fahre jetzt ohne Scheiß eine Dreiviertelstunde unterwegs, um diesen Scheiß Mond-Dungeon zu finden. Also ich habe jetzt gerade dezent keinen Bock mehr. Deswegen beenden wir... Nein, wir beenden hier nicht die Folge. Ich muss mir mal kurz mein Inventar ein bisschen entrümpeln. So. Und wir gehen jetzt hier mal auf zum Boss. So, eine Truhe. Was haben wir hier? Eine Floppy Disk. Die nehme ich mal mit. Können eigentlich hier wirklich nur durchlaufen. Oh, noch eine Truhe. Die Floppy Disks nehme ich echt einfach mal mit. Vielleicht kann man sie gebrauchen. Und die anderen Dimlets nehme ich auch mal mit. Sehr schön. Alter, der hat 40 Schwätzern gegeben. Und da haben wir schon den Boss. Evolved Skeleton Boss. Alter, was hat der denn? Geh mal weg, Junge. Sehr schön. Oh, der hat einen Bogenmotor gedroppt. Sehr schön. Tier 1 Dungeon Key. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist die Loot-Ruhe. Und... Das war einfach alles umsonst.
Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder. Warum bin ich jetzt hier wieder in der Base? Ich habe den Mond abgesucht. Hab dann hier ein Tier 2 Rocket endlich gefunden. Dann habe ich hier noch den Mondbuggy schon eingelöst. Ich habe dann noch in einem weiteren Dungeon Mars Rover gefunden. Aber jetzt gehen wir erstmal hier auf Tier 2, Unlock Schematic. Da haben wir sie gehabt. Und naja. Die hier hatte ich dann auch noch. Und ich hatte dann lustigerweise auch noch drei Dungeons ohne. Ich habe auch schon irgendwann angefangen. Also ich bin insgesamt auf 13 in 13 Dungeons gewesen. Ich habe so lange gesucht. Ja. Ich lasse die Schematics einfach mal hier. Keine Ahnung, ich kann dich ja immer noch wegwerfen. Die Truhe öffnen wir erstmal nicht. Da komme ich gleich drauf zu. Können wir auch gerade machen. So. Da ich gemerkt habe, dass das Ganze dann doch sehr, sehr viel Zeit frisst, also wir haben jetzt heute schon 2 Tage nach der letzten Aufnahme, habe ich mir was Kleines erlaubt. Ich habe schon mal weitestgehend alles vorbereitet für die Osmium-Kristalle. Aber machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Tier 2 Rocket. So, die Tier 2 Rocket. Wir brauchen wieder den Nose Cone, wieder Rocket Fins, eine Tier 1 Rocket Engine, das ist alles kein Thema. So, wir brauchen für die Heavy Duty Plates Tier 2 brauchen wir Heavy Duty Plates Tier 1 und Compressed Meteoric Iron. Meteoric Iron ist ein Meteoric Iron Ingot, den wir aus Raw Meteoric Iron kriegen, den wir entweder durch Entschuldigung, durch mit dem Farmen von Meteoriten finden, oder da hat sich der liebe Modpack-Ersteller, ich glaube, das ist der OG Aristotle, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, hat sich da ein kleines Rezept ausgedacht. Wir können die vollen Meteors in der PLC-Chamber mit Oxygen und Liquid Ethylene zu 8 Raw Meteoric Iron machen, oder wir gehen in den Induction Smelter mit 16 Sky Saunders und einem Iron Engel, kriegen wir ein Raw Meteoric Iron. So, habe ich dann schon mal soweit vorbereitet. Wir brauchen jetzt aber für die Tier 2 Rocket 10 Stück. Genau. Und wir brauchen die 8 waren das, glaube ich, sogar. Ja. Wir brauchen 2 Stück. Wir brauchen dann die Feld Fuel Kanister. Das war einfach, ja. Das war jetzt Zinn und noch mit Zinn. Wir brauchen 11 Compressed Steel brauchen wir. Ich nehme es einfach mal so mit. Und ich glaube, so müsste es irgendwie passen. Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal mit. So, wir brauchen jetzt für die Tier 1 Rocket Engine wieder einen Button. Hier. So. Dann brauchen wir Flinten Steel wieder. Jetzt hätte ich fast die falsche Truhe geöffnet. So. Tin Canister, Button haben wir. Oxygen Vent, da brauchen wir wieder Steel und Zinn und Compressed Tubes. So, jetzt müssten wir das haben. Jo. Nee, da fehlt noch der hier. Da kann ich schon mal 3 machen. Ach, ich hab die normalen. Wir brauchen ja noch normale. Die ersten, die Heavy Duty Plates. So, haben wir. Haben wir jetzt eine zu viel. Da brauchen wir gelbe Wolle und Fuel Kanister. Können wir die Kanister? Wir brauchen noch Glas. Glas sollte ja wohl das kleinste Thema sein.
So, zack. Und wir brauchen jetzt Wolle in Gelb. Haben wir hier irgendwo Wolle? Wolle haben wir hier. Wolle haben wir. So, jetzt brauchen wir nur noch Yellow Dye. Nehmen wir mal hier die Dandelions, das erlaube ich mir jetzt mal. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Und. Also, wir brauchen nochmal aus. Das heißt, wir brauchen Compressed Iron. Haben wir davon noch was da? Haben wir. Das war meine ich so, oder? Nee. Also, das ist ja noch schöner. Ich bin auch momentan wieder ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht wieso. Also, ich weiß nicht wieso ich aufgeregt bin, aber der Grund ist ein bisschen bescheuert. Ich habe nachher wieder eine Fahrstunde. Ich weiß nicht. Irgendwie geht mir jedes Mal dabei die Pumpe. Aber die müssen jetzt noch aufgefüllt werden. Dann gehen wir mal hier hin. Einmal, zweimal. Einmal. Ah, sehr schön, das entleert sich. Dann haben wir jetzt zu viel, aber passt. Und wir brauchen nur noch die Nurse Cone. Dann packen wir die mal hier rein damit. Die kommen wieder hier rein. Einmal. Und zweimal. Zack. Ja, geh mal weg damit. Und wir sollten die nächste Rakete haben, die Tier 2. Nein, nicht Mondbuggy. Zack, 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 zack. Tier 2 Rocket. Quest updated Tier 2 Rocket. Oh, das wird lustig, wenn wir die Questreihe freigeschaltet haben. So, was können wir denn jetzt hiermit machen? Ist schon mal etwas größer. Sieht auch dieses optisch besser aus, finde ich. Load Fuel. Ja, da habe ich ein bisschen. Wusste ich nicht, dass der hier dauerhaft Energie absaugt. Was ich auch ein bisschen blöd finde. So, wie sehen die Sauerstofftanks aus? Ja. So, wir müssen nämlich jetzt dann auf den Mars. Und was wir auf dem Mars brauchen, den Plan für die Tier 3 Rocket. Und wir brauchen Dash Ore. So. Was ist ein Dash? Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Dash ist hier dieses kleine, der kleine Barren hier. Dash Ore. Ja, können wir, glaube ich, verdoppeln? Ja, mit dem Dungeon-Smelter sogar verdreifachen. Oder im QED auch. Dann werden wir wahrscheinlich über das QED machen. Aber krass, es gibt echt kein Rezept für Mechanismen. Finde ich lustig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir schon mal wieder hier Teleporter Bound. Okay. Dann gucken wir mal rein, wie es hier aussieht. Sehr schön. Ich müsste alles haben. Sauerstoff habe ich. Sehr schön. Und wenn nicht, wir können ja jetzt momentan wieder schnell zurück. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich habe nicht meinen Sauerstofftank noch hier mit dem Liquid Oxygen, den soll ich wenn mitnehmen. Haruku, danke. Dafür will ich jetzt aber auch keinen Rancher anschließen. Weil so viel brauchen wir eigentlich dafür nicht. Wir werden es immer ab und zu mal machen, da haben da zwei Tanks für Ende. So, jetzt aber. Ready to set off. So, und jetzt heißt es wieder. Oh, die ist aber schon mal lauter. Die ist ja eh schon was lauter, die Rakete. Okay. So, wir reisen jetzt auf jeden Fall Richtung Mars.
Ja, ich glaube, das zeige ich einfach mal komplett. Ich finde das immer so cool, diese Mondreise. Tschüss, Base. Also das halber passiert eigentlich, wenn wir irgendwann gegen so eine Wolke klatschen. Was würde es passieren, wenn ich jetzt aussteige? Ich glaube, das ist die Rakete noch futsch. Oh, wir sind schon schneller im Weltall. Also, ja. So, wir wollen zum Mars Launch. Wir müssen auch dieses Mal gar nicht großartig Leertaste, glaube ich, gedrückt halten. Sondern wir fallen jetzt einfach noch diesen Landing Balloons runter. Blong. Blong. So. Und da haben wir auch wieder die Rakete und das Launchpad. Und ich möchte mal ganz kurz gucken, ob das... Lol. Ein Slime-Ding. Was war das denn für ein Geräusch? Alter. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall hier wieder das, was wir auch schon vorher auf dem Mond gemacht haben. So. Hol den Dislocator Pedestal raus. Das hier und das hier. Bis gleich. So, zweiter Versuch. Zack, jetzt haben wir schon mal die wenigstens hier den Backport. Sehr schön, dass jetzt beim ersten Mal nicht ging. Das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Gut, wir gehen zu unseren Waypoints und jetzt würde ich mal gucken, ob das geht. Edit. Wo haben wir hier Mars? Mars, Mars. Alter, es gibt so viele Welten in diesem Pack. Hier, Mars. Safe. Wenn das jetzt wirklich klappt, dann müsste genau da ein Dungeon sein. Ich würde sagen, ich beende jetzt einfach hier die Folge. Ich schaue in der nächsten Folge schon mal wieder gemeinsam rein. Und dann sehen wir uns dann wieder im Dungeon oder nicht. Bis dahin. Tschüss.